Ja, willkommen zurück zu der zweiten Hälfte von Kino Plus Nummer 35 jetzt sogar schon. Uiuiui. Ja, und wir fangen genau da an, wo wir weiter aufgehört haben, mit heißen Geschichten. Dennis. Ja, kann ich bitte eine kurze Close haben? Eine kurze Close? Aber wir müssen auch ein bisschen unsere Mama, Reaktion. Mama, falls du irgendwann doch noch das Internet verstehst und zufällig auf unseren Videos landest, ich muss das für die Arbeit machen. Das ist nicht gewollt. Ich habe zwei Geschichten rausgesucht. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum du nur zwei hast. Nein, natürlich habe ich die alle nicht gelöscht. Ich habe die alle noch. Du hast die alle noch? Aber ich habe auch relativ viele gelesen. Bei vielen habe ich nach dem ersten Absatz aufhören müssen, weil... Aber haben sich die Leute an unsere 500-Zeichen-Regelung gehalten? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, okay. Also, es sind jetzt zwei Geschichten, die... Ja, Moment, zum einen, kurz noch erklären, worum, was das was, jetzt eigentlich also, ist. Nils, der Stargast der letzten Woche, hat ja die Chance genutzt, frei zu entscheiden, wie wir diese beiden Super Loot Chest Boxen verlosen dürfen. Und er kam spontan auf die Idee, weil wir ja schon so oft Sachen gemalt haben oder Gedichte, dass es doch einfach eine Fanfiction zwischen Daniel und Andy geben sollte. Fanfiction muss natürlich nicht immer was Sexuelles sein. Nee, ich glaube, das war schon 99% waren doch schon Hardcore-Porn-Geschichten. Und ich sag schon mal die Gewinner. Also es sind einmal der Marius Schumacher. Deine Geschichte war sehr interessant, weil sie einen geilen Kino und Star Wars Zusammenhang hatte. Und einmal den Matthias Klipfel, weil der doch sehr, sehr viele persönliche Dinge eingebaut hat, die man hier von Daniel und Andy schon in den Sendungen gehört hat. Ja, jetzt lies doch mal vor, ich sterbe hier. Ja, also die erste Geschichte von Michael Schumacher. Gut. Marius Schumacher. Sorry, Michael. Wir schreien. Jetzt hört bitte auf zu lachen, das macht's nicht einfach. Okay, jetzt ernsthaft. Wir schreiben das Jahr 3 nach der schlechten Geschmacksattacke der sogenannten dunklen Bedrohung. In erzählter Zeit ist über ein Jahrzehnt vergangen. Meine Fanfiction setzt da an, wo der Film abblendet. Auf den Feldern von Naboo. Anakin Skywalker und Daniela Amidala schauen sich verliebt in die Augen. Geplant hatte Andy es auf diese Art nicht, gewünscht dennoch schon. Er beugte sich vor, um Daniel zu küssen, doch dieser ging direkt in die Vollen und griff nach Andys Lichtschwert. Das tut mir wirklich leid. Naja, das ist ja nicht schlimm bisher. Vielleicht können wir den Text ja einblenden. Es dauerte keine Minute, da waren die Kleider zerrissen und Andy bettelte Daniel im hohen Gras. Während er Daniel noch stöhnen hörte, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, drang er vorsichtig in seinen Freund ein. Moment. Wieso Freund? Ich bin doch eine Tussi. Ich lese das nur vor. Okay. Doch sogleich packte ihn das Verlangen noch heftiger und er wurde schneller und härter. Gude, stöhnte Daniel. Gude. Gude, du Wookie-Treiber. Doch da war Andy bereits fertig und sank im Gras nieder. Daniel, überrascht, aber dennoch glücklich, legte sich daneben, blickte in den Himmel und dachte, wäre doch nicht nur seine Hand mechanisch. Ja, ganz süß. Wie heißt der Herr mit Vornamen? Marius. Marius, ich bin so ein bisschen verliebt in dich. Noch nie war es so einfach, einen Preis zu gewinnen. Okay, aber jetzt kommt die zweite und auch längere Geschichte. Ah, und noch länger. Schicksal, Karma oder ein Fluch heißt sie. Okay. Er war lang und hart, der Arbeitstag bei Steven. Dementsprechend erleichtert war Daniel, als er endlich die Tür zu seiner Wohnung aufschloss, die Jacke an den Nagel hängte und das Wohnzimmer betrat. Andy saß bereits in eine Decke gekuschelt auf der ledernen Couch und schaute sein neuestes Schnittprojekt. Dabei grummelte er leicht, er schien nicht zufrieden mit dem fertigen Produkt, so wie er nie mit einem Film zufrieden war. Schröcks Anwesenheit blieb unbemerkt. Ein leichter Duft von Kerzen lag im Raum, welcher nur eben diesen und dem durch die halb zugezogene Vorhänge hereinscheinenden Mondlicht erhellt wurde. Im Schutze des Halbschattens schlich sich Schröck an Andy heran, den erst bemerkte, als Daniels Hand an seinem Oberschenkel entlang fuhr. Das Grummeln hörte abrupt auf und Andy stieß ein leises Schröcki aus. In seinen Augen spiegelte sich der Mond wieder. Jetzt müsste er es ihm sagen, dachte Daniel.
zu lange schon, musste er seine betrübten Blicke verbergen. Aber der Moment war zu perfekt und er wollte noch einmal Liebe machen, wie sie es lange nicht mehr getan hatten. Seine Hand wanderte gen Norden. Aber Schröcki, ich... Psst. Er drückte ihm seinen Zeigefinger auf die Lippen und begann ihn auszuziehen. Sie windeten sich eng umschlungen hin und her, oh Gott, während sich Bilder. Die Klamotten langsam neben der Couch stapelten. Als beide nur noch halbnackt waren, stemmte Andi sich über Daniel und packte seine Arme über den Kopf. Klick! Metallene Hände umschlungen seine Handgelenke. Wieso schon wieder Metall? Andi wusste mit Handschellen umzugehen und hatte sie gekonnt an der Heizung am Ende des Sofas befestigt. So wie schon oft. Mit einem Satz sprang Badi auf und verließ wortlos den Raum. Beide wussten, was kommen würde. Ach du Scheiße. Die Tür ging auf. Daniel versuchte aus seiner gefesselten Position einen Blick zu erhaschen. In der Tür stand ein gut gebauter Mann in einem Lederkostüm, das an Batman erinnert. Eine tiefe Stimme ertönte. Du warst ein unartiger Junge. Peng. Eine Peitsche knallte laut Hals auf den Boden, bevor sich die Schritte dem Sofa näherten. Ach, Finste? Klang es gewohnt von oben herab aus Schröcks Mund. Sie waren beide geladen vor Ekstase. Andi baute sich bedrohlich vor ihm auf. Steven hat es mir erzählt. Was hat er? Fragte Schröck gewohnt. Was hat er gesagt? Andi führte sein Rollenspiel weiter. Du hast mit ihm geflirtet. Der Gefesselte begann sich zu winden und zu rekeln. Geflirtet? Die Handschellen schnitten sich leicht in seine Gelenke und verursachten einen süßen Schmerz. Echt jetzt? Echt jetzt? Das hat er gesagt. Zisch, krach. Die Peitsche donnerte erneut widerhallend auf den Boden. Entschuldige dich. Nee. Schröck schüttelte wild den Kopf. Nee. Der Peiniger hatte offensichtlich genug. Er holte erneut aus und schlug zu. Nun schnitt sich die Peitsche diesmal tief in Daniels Fleisch, anstatt auf den Boden zu knallen. Aua. Ein lustvolles Stöhnen war zu hören. Badet ließ die Peitsche fallen, packte ihn an die Hüfte und drang ihn ein. Wo ist Harvey Dent? Schrie die fast schon unecht klingende tiefe Stimme durch den Raum. Er konnte die Wut nicht nur physisch, sondern auch psychisch spüren und wimmerte kleinlaut. Du vervollständigst mich. Ihm war warm. Dafür konnten nur die 30 Zentimeter sorgen. Eine Träne kullerte seine Wange runter und seine Pupillen verschwanden hinter seinen Augenlidern. Nun, da es immer wilder wurde. Bei dem machte dieser Anblick rasend. Sein Schröcki hatte schon lange nicht mehr den Undertaker im Bett gemacht. Ein letztes Mal erhöhte sich das Tempo. Hinter der Batman-Maske war ein inbrünstiges »Wo sind Sie?« zu hören, als Daniel eine Erleichterung in sich fühlte, die sich auch über seinen Rücken ergoss. Sie sackten erschöpft zusammen. Stille. Tiefes Atmen. Nun kam langsam wieder dieses unangenehme Gefühl. Dieses Gefühl, das Daniel schon zu Beginn hatte und auch schon die letzten Tage, Wochen und Monate. Andi lag immer noch schwer schnaufend neben ihm. Die Fesseln waren gelöst. Eine tiefe Trauer überkam ihn. Nun war der Zeitpunkt. Er schaute ihn mit Tränen in den Augen an. Er würde es ihm sagen. Tut mir leid, Schatz. Aber das wird mir hier alles zu viel. Ich muss nach Indien. Ja, sehr gut. Wie hieß der junge Mann? Matthias. Matthias. Ein Insider mit Indien? Ja. Ein Insider. Verstehst du? Ja, ja. Aber den hat er auch schon hier öfter mal gebracht. Oh, Alter, war das anstrengend. Also in mir ist gerade ein bisschen was gestorben. Aber es war schon ganz gut. Das passt ja dann. Also, Wasser, ey. Alter, was habt ihr für Fantasien? Und das sind die Sachen, die du nicht aussortiert hast, ja? Mhm. Ja, aber hast du vielleicht noch so... Sag Nein. Ich mal, was denn? Im Kopf nicht, aber es geht halt hauptsächlich darum, feuchte, dicke Glieder in den Händen zu spüren und Sperma zu trinken vom anderen. Und eins endet auch mit deinem Selbstmord, weil Andi dann eine Beziehung mit Nils anfängt und du dich dann laut schreiend mit Tränen in den Augen vom Dach unserer Redaktion stürzt. Ob das für einen Selbstmord reicht, weiß man nicht. Aber die Geschichte erzählt, dann wird es wahr sein. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Also, sehr schön. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ich gehe auf jeden Fall wieder, einer muss ja die Trailer abfahren. Also ja. Ich sag mal so, bei dem letzten Contest, wo die Bilder gemalt wurden, eins davon habe ich mir in die Diele gehängt. Also die eine Story da eben mit Batman wird wahrscheinlich auch in der Diele landen. Ja. Mein Plan war eigentlich, alle so viel wie möglich auszudrucken und überall in der Redaktion aufzuhängen. Ja. Aber wir wollen ja auch noch arbeiten. Gut, vielen Dank. Danke, Dennis. Es war mir keine Ehre. Mhm.
Und so, ja, viel Spaß mit dem weiteren Programm. Wie soll ich da jetzt? Ich übergebe mich. Dafür gibt es auch noch eine Belohnung jetzt, ja? Wahrscheinlich. Ja, die kriegen so zwei Kisten, wo unter anderem so Figuren und T-Shirts und so. Loot Chest. Naja. Ey. Da ist man mal eine Woche nicht da. Aber das ist dann, weißt du, ich meine, siehst du, genau das passiert dann, wenn du eine Woche nicht da bist. Ja. Dann lädst du den Bombenhof ein und es kommt sowas raus. Ja. Ja? So. Machen wir mal weiter mit den News. Ja. Würde ich sagen. Gerüchte aus dem Wilden Westen. Channing Tatum in The Hateful Eight. Hat Benedict Cumberbatch eine Cameo-Rolle in Star Wars Episode 7? Clive Barker bestätigt den Reboot der Hellraiser-Serie. Fist of Jesus, jetzt auch als DVD-Release. Terminator. Der Entertainment Weekly-Shoot wird zur Parodie. 3001 The Final Odyssey wird Ridley Scott die TV-Serie bringen. Kurze News. Ja. Habt ihr gehört? Channing Tatum soll offenbar die Hauptrolle in Hateful Eight bekommen. Die Hauptrolle, oder? Ich dachte nur irgendeine Rolle. Hauptrolle, ja, gut. Hab ich noch nicht aber gehört. Aber wenn er einer von den acht ist, ist es ja wohl eine Hauptrolle. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der wirkt jetzt irgendwie überhaupt nicht wie der klassische Tarantino-Darsteller. Aber hätte Will Smith wie ein klassischer Tarantino-Darsteller gewirkt? Nee. Für dich? Weil er war ja mal für Django angedacht, ne? Ja, ich weiß. Keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall Will Smith gerne gesehen unter Tarantinos Fuchtel. Ich auch. Lieber als Jamie Foxx? Was heißt lieber? Ich finde halt, Jamie Foxx ist nicht so überraschend. Genau. Bei Will Smith, da würde ich einfach gerne mal so eine wirklich einen schmutzigen, dreckigen, abgewichsten Charakter sehen. Okay. Und das macht er halt einfach nicht. Aber ja, Channing Tatum, bin ich gespannt. Ich bin also immer gespannt darauf, was Quentin Tarantino aus dem Schauspieler macht. Das finde ich jetzt zum Beispiel, das finde ich auf jeden Fall eine überraschende, also wenn es wirklich denn wahr sein sollte, es ist ja noch nicht bestätigt, finde ich es auf jeden Fall die überraschende, oder ein endlich mal überraschendes Casting. Ich meine, er hat ja auch Jonah Hill eingebaut, insofern. Ja. Okay. Dann Cameo-Gerücht Nummer 2. Cumberbatch in Star Wars 7. Ja, naja. Ja. Also er hat letzte Woche gedreht, angeblich. Die sind auch abgeschlossen, die Dreharbeiten, habe ich gehört. Genau, ja. Das war irgendwie 3 Tage vor Ende. Das heißt, es ist wirklich nur so ein kurzer Cameo, genauso wie hier unser Lieblingscomedian Simon Pegg. Der hat ja auch eine kleine Rolle. Stimmt. Was ja auch nicht überrascht, weil das sind ja echt schon lange Zeit die größten Buddies, so J.J. Abrams und Simon Pegg. Ich kann mir das alles immer noch ganz gut bauchpaschorisch machen. Aber viel interessanter ist als das, muss ich sagen. Cameos bei Star Wars. Ja, George Lucas hat auch ein Cameo gehabt. Ja, aber das ist doch jetzt was anderes, Daniel. Das ist doch jetzt nicht. Der hat sich vielleicht irgendwo im Hintergrund in eine Szene eingebaut. Ja. Aber ein Cameo, wo jetzt wirklich. Das ist mir schon wieder zu popkulturell. Und also ich sag euch, das wird wieder so selbstironische Kacke dann am Ende. Jedenfalls hat Anthony Daniels, CDPU-Darsteller, hat er gesagt. Satz gelesen? Hm? Hast du diesen Satz gelesen von ihm? Ja, das ist besser als Empire Strikes Back. Ja. Ist das ein Bild aus Episode 7? Nein. Quatsch. Boah, der Trailer kommt erst. Obwohl, mit etwas Glück kommt der Trailer ja tatsächlich schon irgendwie in 3 Wochen. Ja. Macht ja auch Sinn. Ein Jahr vorher, ziemlich genau. Aber auf Cumberbatch hätte ich trotzdem Bock, weil ich glaube, mit dem kann man einfach nichts falsch machen, finde ich wirklich. Ich werde der Schreit Khan. Und auch gerade als Bösewicht oder vielleicht auch nicht, ja, weiß nicht. Den kann ich mir in jeder als Rolle. Als Bösewicht wäre auch geil, ja. Aber ey, naja. Vielleicht auch nicht, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, der Film ist dadurch ruiniert, dass Cumberbatch ein Cameo oder irgendwie hat. Es geht mir nicht um Cumberbatch, es geht mir einfach um die generelle Idee, dass es Cameos gibt. Das ist für mich, Cameos sind einfach schon so ein gewisses Stilmittel, was ich einfach bei Star Wars nicht sehe. Das spricht für mich schon dafür, dass das ist Fanservice. Cameos ist nichts anderes als Fanservice. Und Fanservice ist genau das, wovor ich Angst habe bei J.J. Abrams, weil er das bei Star Wars auch schon, bei Star Trek auch schon gemacht hat. Fanservice ist die leichteste Form von Fanpleasing, klar, was genau das sein wird, um allens recht zu machen, damit es ein kommerzieller Erfolg wird. Aber Star Wars ist nicht Fanpleasing. Star Wars ist nicht selbstironisch, ist nicht popkulturell. Star Wars nimmt sich selber ernst. Und genau daran, aber davor habe ich aber Angst. Aber guck mal, das ist ja was anderes. Also ich finde, ein Cameo tut, ich würde sagen, ja, du hast recht, aber das würde nur dann wehtun, wenn
das so ähnlich eingebaut werden würde wie zum Beispiel Stan Lee in den Marvel-Filmen. Ja. Wo man immer schmunzelt, sagt, ah, da ist jetzt Stan Lee und da ist jetzt ein lustiger Moment. Also wenn er da jetzt den Sherlock jetzt geben würde, dann gebe ich dir vollkommen recht. Gar nicht mal das, aber einfach nur so, wie du gesagt hast, er ist da, um da zu sein. Weißt du, bring doch einmal einen guten Spruch oder so. Aber wenn das halt eingebettet ist in die Geschichte und er kriegt eine kleine Szene. Ja, dann ist es aber kein Cameo, sondern es ist eine Rolle. Nö, ich finde, das ist schon ein Cameo, wenn du irgendwie 30 Sekunden als Superstar für 30 Sekunden oder für eine Minute in einen riesen Film eingebaut bist. Und ich glaube, er wird eher genau für so eine, vielleicht sag ich mal, geschichtseingebundene Szene benutzt, als in Simon Pegg. Weil da sehe ich die Gefahr eigentlich deutlich höher, als dass er nur mal auftaucht, irgendwie so einen Satz bringt aus Star Trek und dann wieder verschwindet. Weißt du? Aber gut. Wir werden es sehen. Müssen wir nicht drüber spekulieren. Worüber aber ich mich sehr gefreut habe, ist, Clive Barker hat bestätigt, dass Hellraiser einen Reboot bekommt. Also er möchte quasi... Dem seine Hose braucht man einen Reboot. Ne? Absolut, ja. Er möchte kein Remake von seinem Film machen, sondern er möchte einfach den ganzen Film oder die ganze Geschichte nochmal neu starten. Sie wird in der Gegenwart, also in deutlich moderneren Zeit angesiedelt und soll auch schon so ein bisschen davon handeln, wie dieser Würfel einst zusammengesetzt worden ist auf Devil's Island. Von Pinhead, oder nicht? Nicht von Pinhead. Pinhead ist ja einer der quasi Lieferanten. Zu dem man da quasi gelangt, wenn man diesen Würfel öffnet, der dann da rauskommt. Aber er. Was ist das? Akupunktur, The Movie? Ja. Komm, Eddie, jetzt. Aber ja, komm, den konnten wir mal bringen jetzt. Man muss auch mal einen Flachen raushauen. Ja, aber nicht nach 8 Hellraiser-Filmen. Ja. 8 Stück gibt's davon? Ja, ich glaube schon, ja. Also da gab es jetzt noch diesen Hellraiser, ich weiß es nicht, Inferno. Aber das ist doch schon eine Frage. Die größte Angst, die Pinhead mit sich rumträgt, ist, hoffentlich stolper ich nicht. Okay. Hoffentlich fliege ich nicht auf die Fresse. Das ist der muss doch depressiv durchs Leben gehen. Deshalb ist er wahrscheinlich auch ein Bösewicht oder so schlecht gelaunt. Ist ja kein... Egal. Weil er die ganze Zeit, das ist wie so ein Damoklesschwert über dir, wenn du so ein Gesicht hast. Natürlich. Ja, das ist furchtbar, was der durchmachen muss. Stell dir mal vor, es ist Winter, eisig draußen, der verlässt das Haus nicht. Winter ist eine absolute Qual für Pinhead. Sieht ja auch alber aus mit Mütze drüber, oder? Das kommt noch dazu. Ich? Also armer Kerl. Ja, leider weiß man aber noch nicht, oder beziehungsweise steht noch nicht fest, ob Doug Bradley, so ist der, heißt der Darsteller von Pinhead, der in fast allen Filmen, bis auf den letzten, diesem Inferno, glaube ich, den Pinhead verkörpert hat, ob der halt mit dabei ist. So, aber mich hat das gefreut, also weil ich kann mir vorstellen, dass ein Hellraiser heutzutage nochmal mit dem richtigen Budget und den richtigen Leuten Effektspezialisten. Ja, aber wenn es so ähnlich gehandhabt wird wie Evil Dead, ist ja alles gut. Ja, ey, ich hoffe auch, dass der wirklich zumindest richtig in die Vollen geht. Und Evil Dead hat ja zumindest gezeigt, dass, auch wenn er jetzt irgendwie nicht viel neu gemacht hat, er zumindest ziemlich viel hart machen konnte. Und das fand ich ganz... Ja, gut. Ich werde diesen sexuellen Unterton, glaube ich. Ich sag ja, hier schwebt irgendwas im Raum. Es tut mir leid. So, dann eine Nachricht, die mich auch gefreut hat. Fist of Jesus. Kennt ihr diesen Kurzfilm? Wieder sexuelle Unterton. Fist of Jesus, der Festivalliebling mit einer gerade mal 16-minütigen Länge. Sie hört nicht mehr auf. Wir sind wieder in der Pubertät angekommen. Ja. Er geht halt 16 Minuten, Mann. Okay. Okay. Ja. Kommt jetzt auf DVD von Illusions Unlimited, dem Verleih des Films, und mit einem richtig dicken Paket an Extramaterialien. Also es gibt verpatzte Szenen, entfallene Szenen. Warte mal, was ist das? Du kennst Fist of Jesus, nicht? Nee. Fist of Jesus ist ein Kurzfilm, der auf mehreren Festivals gezeigt wurde, kommt, glaube ich, aus Spanien, geht darum, dass Jesus während einer Predigt von Jakob angesprochen wird, dass sein Sohn Lazarus gestorben ist. Und weil Jesus ja so ein netter Mensch ist, sagt er, okay, alles klar, lass mich mal machen, ich hole ihn wieder zurück von den Toten. Ach, das basiert auf einer wahren Geschichte. Ja, genau. Und das Experiment, Lazarus von den Toten zurückzuholen, geht halt schief und eine Zombie-Epidemie oder Apokalypse bricht aus. Echt? Und, oh, Jesus. Und Jesus, Jesus muss halt mit Fischgräte den Zorn Gottes walten lassen, so gegen die Zombies. Und wie gesagt, der wurde auf diversen Festivals gezeigt und abgefeiert und kriegt jetzt halt einen DVD-Release, was halt sehr erstaunlich ist dafür, dass der Film halt nur 16 Minuten lang ist. Aber es kommt halt jede Menge Extras, Making-of, entfernte Szenen, verpatzte Szenen. Es gibt wohl eine Fortsetzung, Once Time in Jerusalem. Davon wollen sie einen ersten Teasern auch noch zeigen. Es gibt den Soundtrack als MP3 auf der DVD und. Bevor der Film überhaupt rauskommt? Nee, von Fist of Jesus, der Soundtrack. Ach so.
Ja, Once Upon a Time in Jerusalem, ist halt auf jeden Fall nur ein Teaser, der gezeigt wird. Und ey, wer diesen Film nicht kennt, warum zeigen wir kein Bewegtbild zu diesem Film? Ist auf YouTube schon seit Jahren irgendwie vorhanden. Dürfen wir nicht, oder was? Ist es zu hart? Wir haben eben Zombie-Biber gezeigt, die irgendwelche Genitalien abbeißen. Echt, Beine habe ich nur gesehen. Genitalien? Okay. Ah, Spoiler. Das war in dem Trailer zu sehen, den wir gesehen haben. Okay. Aber es hört sich sehr gut an. Also habe ich richtig Lust drauf jetzt. Ja, ich tatsächlich. Ja, also kannst du dir auf YouTube angucken. Okay, ist wirklich ein unterhaltsames Ding. Dann habt ihr diesen Entertainment Weekly Bericht zu Terminator Genesis gelesen, gesehen, die Bilder. Nee. Es ist jetzt wohl. Where are my dragons? Ach, das ist Khaleesi. Aber sie ist ja so süß trotzdem. Oh. Ja, muss voll ich sagen. Süß. Ey, dieses Bild ist so Panne. Wieso? Das ist Sarah Connor. Das ist Sarah Connor übrigens und nicht ihre Tochter. Das ist Sarah Connor. Ja. Also. Sie ist ja sehr jung geworden. Ja, das stimmt. Es gibt einen dicken, fetten Bericht von Entertainment Weekly mit Setbildern, ja, die halt. Oh Mann. Der sieht auch total hohl aus. Wer ist das denn? Das ist Doctor Who. Stimmt. Und das weiß ich, obwohl ich noch nie Doctor Who geguckt habe. Stimmt, wollte ich auch gerade sagen. Und die Knarre sieht aus wie. Der Flammenwerfer aus Alien in Scheiße. Das sieht echt ganz schön Panne jetzt aus. Das sieht wirklich nicht cool aus. Also der Typ, nee. Gibt's da noch was? Oh, jetzt das gefällt mir. Das ist richtig gut. Vor allem, weil wir es auch schon echt ein paar Mal gesehen haben. Kein passender Decoder-Modul. Wer führt denn da Regie? Bei dem Terminator? Ah, ich weiß nicht. Ich dachte hier. Was lädt denn da die ganze Zeit? Ah. Ich weiß es leider nicht. Aber ich habe also in diesem Entertainment, ich habe den bisher auch nur überflogen, weil das, was ich gelesen hatte, hat mir schon eigentlich die Galle hochkommen lassen. Es geht wohl, so wie die Story bisher bekannt ist, geht es wohl darum, dass Sarah Connor seit ihrem 9. Lebensjahr von einem Terminator aufgezogen worden ist. Mhm. Den sie natürlich dann auch Pops nennt. Moment, ja. Ist es jetzt ein Reboot oder ist es die Vorgeschichte? Nee, das ist wohl ein Reboot. Weil so die gesamte Geschichte wird neu erzählt. Mhm. Aber es geht auch darum, dass, jetzt muss ich hoffe, ich bringe dich mit Schwarzenegger, oder? Genau, Schwarzenegger, es soll halt erklärt werden, warum Schwarzenegger so alt ist. Dass Schwarzenegger quasi all die Jahre an der Seite von Sarah Connor also gelebt hat, sie aufgezogen hat und deswegen, weil er ja sie beschützt. Weil er sie beschützt, ja. Und weil er ja organische oder beziehungsweise weil über seinem Skelett ist ja nun mal organische Haut bzw. organische Masse, dass die halt dann damit soll erklärt werden, dass es halt dann altert. Mhm. Ja. Okay. Aber es gibt dann keine Zeitreisen mehr und so? Naja, doch. Es geht halt schon parallel auch noch darum, dass John Connor, der wird gespielt, glaube ich, von Jason Clarke. Das ist der einer der Hauptdarsteller unter anderem aus dem neuen Planet der Affen-Film, beziehungsweise der Folterer aus Zero Dark Thirty, der am Anfang die Folterszene macht. Ja. Der schickt Jay Courtney, den Sohn von Bruce Willis, in den ich richtig nicht leiden kann. Stück langsam 5, beziehungsweise den besten Kumpel von Spartacus in der ersten Staffel. Ganz schlimmer Typ. Der spielt Kyle Reese, den schickt er dann zurück in die Zeit. Der Typ, ey, wie unsympathisch. Wenn der vor der Tür steht, irgendwie hier, willst du Bibel haben, gleich aufs Maul. Und ich muss sagen, alles, was ich da gelesen habe. Der sieht aus wie eine Karikatur. Ja, der ist so schlimm. Der sieht aus, als ob einer mit Photoshop. Oder so wie bei Army of Darkness, als er das falsche Buch geöffnet hat. Ja. Ey, alles, was ich gelesen habe, hat mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Und, wer steckt eine. Alan Taylor, das ist ja noch das Traurige. Alan Taylor ist der Mann, der den zweiten Tor gedreht hat. Ja, The Dark World. Ah. Und der halt diverse Folgen von Game of Thrones auch gedreht hat. So, ja. Also, Aber welche Produktion macht das jetzt? Ist die alte Produktionsfirma, die. Das war doch Kroiko, oder nicht? Ja, nee, nicht. Ich glaube, es ist Universal. Oh, ich bin nämlich 100%ig sicher. Auf jeden Fall werden diese Filme ja gemacht, damit quasi die Rechte bei der Filmfirma irgendwie erhalten bleiben, ja, damit sie die nicht verlieren. Ja. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Aber Cameron hängt da gar nicht mehr drin, ne? Als Berater gewesen. Und ich glaube, was ich jetzt irgendwie gehört habe, auch Paramount Pictures. Ist es von Paramount. Okay. Aber er hat doch auch die Rechte, oder nicht? Ich meine, das ist doch seine Story. Ja, aber er hat sogar, glaube ich, die Geschichte, die ich jetzt gerade irgendwie skizziert habe, die hat er wohl mit auf den Weg gebracht. Wohl seine Idee. Teilweise. Oder beziehungsweise fand er das gar nicht mal so schlecht. Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber das, wie gesagt, hat mich Ist James Cameron ist ja jetzt auch nicht ein begnadeter Storyteller, oder?
Aber du erkennst schon, wenn es... Das sind eigentlich recht simple Geschichten immer, die er in seinen Filmen erzählt. Ja, aber die erzählt er dann halt richtig gut im Detail. Ja gut, das ist ja was anderes. Aber so, wenn es jetzt nur darum geht, dass er irgendwie eine Story vertickt hat... Aber das würde er nicht machen, das wollte ich gerade sagen. Also. Weil wir hatten ja das Dilemma schon bei dem letzten Terminator-Teil. Wer hat er gemacht? MacG. So, wo MacG noch groß rumgetönt hat. Wenn er hätte das Okay von James Cameron bekommen. Ja, das müssen sie ja immer sagen. Ja, und dann, nee, eben nicht. Das hat er. Hat bei Alien, so gesagt, bei Predators war das auch so. Und dann Cameron so, hä? Weiß ich gar nichts von. Nee, ich will mit dem ganzen Schrott nichts mehr zu tun haben. Ey, wenn du schon als Regisseur heißt wie ein Burger, dann musst du dir Gedanken machen. Ja. Also da. Das stimmt. MacG. Ich hätte gerne einmal MacG und eine große Cola. Ja, und so sind auch seine Filme. Ey, seine Filme sind furchtbar. Das ist kein, der Typ ist total furchtbar. Ich habe den mal live gesehen bei irgendeiner Pressegeschichte, wo er Ausschnitte von irgendeinem Film gezeigt hat. Ich weiß nicht mehr, ob das Terminator vielleicht sogar war. Und wo er dann so getan hat. Er so, ja, und hat euch das gefallen? So, und alles, das Publikum, ja, ganz nett. Und er so, ja, warte mal, dann rufe ich mal kurz. Ah ja, das war Terminator tatsächlich. Da rufe ich mal kurz Chris Bale an. Und dann greift er echt zum Telefon und dann so, ja. Ey Chris, ey, ja, ich wollte nur sagen, ich bin hier gerade bei den German Fans und so und hör mal. Und dann sagt er so, hör jetzt alle jubeln und so. Und dann, ja, sie freuen sich alle total. Und ja, solche Grüße ausrichten, ja, alles cool. Und alle sagen, also, alle, was macht denn der da? Das glaubt denen doch gar nicht. Der MacG ist die lame Version von Len Wiseman. Und das heißt schon was. Oh, da haust du jetzt aber zwei. Also finde ich auch nicht, dass die zusammengehören. Ist Len Wiseman nicht hier? Underworld. Die finde ich ja noch halbwegs okay, dieses Thunderbird. Ich sag ja, er ist die Lame-Version. Habe ich irgendwann mal aus Langeweile gesehen. Hast du Total Recall gesehen, das Remake? Ja, habe ich. Oder? Ja, wo nichts passiert. Also, ich muss bei dem Film in allen Regenbogenfarben speien. Bei Total Recall. Ja? Ja, also, ich weiß nicht. Ja, ich kann mich nur noch an einen Moment daraus erinnern. Das ist doch hier mit dem Iren, ne? Colin Farrell. Colin Farrell, genau. Und der U-Bahn durch den Erdkern. Gut, ja? Machen wir mal weiter. Und eine Nachricht, die ich dann doch ganz interessant fand, wo wir schon bei interstellaren Reisen sind. Ridley Scott will zusammen mit dem Sci-Fi-Sender, der ja eigentlich nur für den schönen Trash à la Sharknado irgendwie bekannt ist, einen weiteren Roman von Arthur C. Clarke adaptieren, der 2001 geschrieben hat. Und die wollen 3001, The Final Odyssey. Ja, noch einen draufgesetzt. Als, es gab ja schon zwei weitere. 2010 gab es. 2010? Genau, und 2061 oder so heißt es. 2061? Ja, das gibt's nur als Buch. Also. Und 3001, die letzte Odyssey oder The Final Odyssey, soll jetzt quasi als TV-Serie kommen, produziert von Ridley Scott. Ich dachte, es sollte ein Prequel, habe ich irgendwo gelesen. Nee, also was ich gelesen habe, was die... Wo soll denn das geprequelt werden? Vor den Affen noch, oder was? Die Ursuppe. Die Ursuppe. Ich habe irgendwo gelesen, es soll ein Prequel zu 2001 werden. In Serienform. Aber nee, also, das macht in der Tat gar keinen Sinn. Die Geschichte ist wohl die, dass der vor 1000 Jahren irgendwie für tot erklärte Astronaut Frank Poole, dass der plötzlich wieder auftaucht. Nee, der wird mit Hilfe modernster Technologie wieder zum Leben erweckt. Mhm. Ja, und macht sich dann auf die Suche nach seinem Astronautenkollegen Dave. Ja. Klingt dann halt ziemlich spannende Story. Ja, aber ganz ehrlich, die versuchen jetzt ja gerade Sci-Fi versucht gerade ja so ein bisschen an Qualität zu gewinnen, ne? Also nee, die haben jetzt ja, klar. Aber die haben jetzt ja auch diese Z-Nation, glaube ich, diese Zombie-Serie, die eigentlich ganz okay ist, die man sich mal so angucken kann, die halt nicht so trashy ist, wie man erwarten würde, gemacht. Und das ist ja jetzt eine ganz klare Ansage, wenn sie sagen, wir holen uns Ridley Scott ins Boot und versuchen halt so einen Klassiker irgendwie auf den Weg zu bringen. Ich kann mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, wenn das mit dem nötigen Production Value, also mit dem nötigen Budget quasi umgesetzt wird. Und das ist dann auch wieder so eine Explorer-Geschichte und ich fand dieses Thema Monolith halt immer schon total interessant. Also selbst wenn da zehnmal... Ja, das ist ja der Monolith hier, der schwarze Monolith. Darum geht's ja eigentlich die ganze Zeit. Ne? Der da. Der quasi der Menschheit die Fähigkeit, Werkzeuge und Waffen zu benutzen. Frisst doch mal Fleisch, der das gesagt hat. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Irgendwie so 10 Teile von 40 Minuten. Und falls ihr euch noch erinnert, ich glaube, Frank ist der Astronaut, der quasi dann irgendwann durchs All treibt, der nicht mehr reinkommt in die Raumstation. Und der wird halt nach tausenden von Jahren gefunden und wiederbelebt und macht sich dann halt auf die Suche nach Dave, der, Achtung, Spoiler, in 2001 ja als
Sternenkind? Sternenkind wiedergeboren wird. Ja, sagen wir es mal so. Mhm. Dave Bowman, wie er heißt. Ja. Ja. Ey, ich sag mal so, Sci-Fi setzt ja wirklich alles dran, sein Trash- und Schmuddel-Image irgendwie loszu. Mhm. Wir haben letztens, glaube ich, noch schon mal irgendwie über eine Serie oder irgendeinen Film geredet, den Sci-Fi ins Leben bringen will mit sehr versierten und auch wirklich renommierten Leuten. Und ja, ey, ich sperre mich nicht dagegen. Also ich hätte Bock drauf. War das das von Ben Affleck und... Stimmt, das war genau. Das war die mit Damon und Ben Affleck Damon, Geschichte. Die das für Sci-Fi machen? Das war, glaube ich, für Sci-Fi, ja. Ja. Ja, gut, ja. Dann ist ja klar, wohin die Richtung geht bei dem Sender in Zukunft. Also Qualität scheinbar. Hm. Aber ich hoffe, ehrlich, ich hoffe, sie machen trotzdem weiterhin noch so ein bisschen... Kann ich mir auch vorstellen. Müll wie Sharknado. Also, ja, wahrscheinlich machen sie Filmnische, machen sie halt diese Trash-Geschichten und TV machen sie halt jetzt ein bisschen Qualität. Aber da merkt ihr das? Die Sendung zieht sich gerade ein bisschen. Ja, deswegen machen wir jetzt auch schnell weiter mit den Trailern. Es gibt nämlich jede Menge Trailer, die ich nicht gesehen habe im Urlaub und die ich mir jetzt unbedingt angucken möchte. Unter anderem den neuen Trailer von Neil Blomkamp. Habt ihr das gesehen? Chappie. Ich habe ihn nicht gesehen. Ganz interessant. Ich darf ja nicht mehr. Musik. Du motzt ja immer, wenn ich mir irgendwelche Trailer vorher angucke. Deshalb mache ich das nicht mehr. Haben wir Ton? Also irgendwie hat eigentlich der Dennis gerade laut gemacht. Da. Es fliegt hier uns gleich was um die Ohren. Okay. Also, das finde ich schon wieder geil. Sein Roboter-Design fand ich schon in Elysium cool. Ja, das sind halt immer die geilen Veta-Typen, die Veta Designer sind. Echt? Ist das Beta? Ist alles immer Beta. Sie haben auch Herr der Ringe und so gemacht, ja, ne? Die Special. Nee. Nee. Und ich habe wirklich aber voll aufgeregt. Aber sieht man ja sofort irgendwie, dass das irgendwie die gleichen Designer sind. Auch ein interessanter Cast dabei, ne? Ich hab nur gesehen, Neil Blomkamp, neuer Trailer. Ach so, Chappie. Dann weißt du nicht, wer da gleich mitspielt. Sehr gut. Ich weiß auch gar nichts darüber. Ja, das ist eine ziemliche Überraschung. Jetzt. Alter, sieht schon geil aus. Ja, jetzt schon. Hat mich jetzt schon gewonnen. Och, guck mal, wie er sich bewegt. Cool. Ach, Chef Patel oder was? Nee, ja, Dev Patel. Den meine ich nicht. So, guck mal da. Ach, hast du gesehen? Die Antwort. Ja. Krass. Beide sogar. Ja. Yolandi. Ja. Und Ninja. Ninja. Aber die sind ja auch richtig dicke, ne? Klar, er hat auch das erste Musikvideo für die gemacht. Blomkamp. Hugh Jackman? Mhm. Oh nein, dann wird er ein Boxer. Er wird Bulle? Hustler. Ist aber halt schon 1:1 die Story von Nummer 5 lebt. Aber ja, mit ein bisschen mehr Action. Mit mehr Action und stylischer. Ja. Ja. Egal, hat mich. Will ich sehen. Ja. Ich würde sagen, es ist echt x-mal schon gehört und gesehen. Aber bin ich fast schon geneigt dazu, enttäuscht zu sein. Wenn also ich habe Bock auf alles, was Neil Blomkamp macht, weil es optisch und so ist, aber von der Story her hat es mich jetzt null gereizt. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Also wenn es ähnlich enttäuschend ist wie Elysium, von dem ich auch so wahnsinnig viel mehr erhofft hatte, der dann eigentlich nur ganz okay ist. Ich habe den jetzt echt noch ein paar Mal gesehen und ich dachte so, Naja, aber so scheiße kann er nicht gewesen sein, wenn du den ein paar Mal schon angeguckt hast. Ja, aber weil ich jedes Mal denke, wenn ich Ausschnitte sehe oder Bilder und weil die ja so viel auch mit Modellen gearbeitet haben, wenn das Raumschiff da so abstürzt in den Garten, das sind ja so riesen Modelle gewesen, ne? Nicht 3D. Ja. Und das sieht halt auch total geil aus, aber ich finde, die Story kriegt mich halt nicht, die zieht mich halt nicht mit, also es berührt mich halt nicht so wahnsinnig und ich fürchte, dass es hier so ähnlich ist. Ja, aber ich finde trotzdem Elysium
ist... ist kein schlechter Film. Auf jeden Fall, sag ich mal, im Wust der so viele anderer Filme, finde ich ihn trotzdem besser. Das stimmt. Ich wollte nur sagen, ich hatte wirklich gedacht, das ist ein richtig geiler Film und sehr kritisch, weil ich dachte, diese ganze Flüchtlingsproblematik... Ja, der Typ hat halt District 9 gemacht und ich meine, hat natürlich dann jetzt dementsprechend irgendwie das Problem, dass er an einem sehr hohen Maßstab irgendwie gemessen wird. Klar. Ja. Und, aber ey, seine Stilistik ist natürlich nach wie vor die gleiche. Das sieht man sofort, ja. Und ich fand das jetzt alles cool. Wenn es nur eine Neuauflage von Nummer 5 lebt, ist... Sobald Chappie irgendwie es schafft, mich emotional irgendwo zu kriegen und mich mitzunehmen, bin ich dabei. Finde ich okay. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie darauf rumhacken, dass das eine Geschichte ist, die vielleicht schon 10-mal erzählt worden ist. Im Endeffekt ist es Pinocchio. Ja, klar. Und I got no strings on me. Wollen wir mit Maschinen gleich weitermachen? Weil ich habe diesen Ex Machina-Trailer habe ich noch nicht gesehen. Von Alex Garland, glaube ich. Alex Garland ist das, oder? Haben wir den? Ja, ich glaube ja. Haben wir nicht. Gut. Halt dich doch bitte an die Absprache. Ja, das ist meine Absprache, die habe ich rumgeschickt. Also hier mich, aber ich war Entschuldigung, ich war in Spanien. Ich nein, das ist ganz gut. Dann wollen wir was Lustiges sehen. Habt ihr den Minions-Trailer gesehen? Ich habe noch nicht gesehen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ist auch nicht mein Ding. Aber ist auch nicht mein Ding, aber gucken wir uns an. Ist bestimmt sehr süß und lustig. Ich mag die ja. Ja, ich wäre nicht. Wie viele Teile gab es das mittlerweile schon davon? Die waren im Happy Meal. es gibt ja nur die beiden... They became aimless and depressed. If this went on much longer, so und jetzt landen Hitler? Sie und jetzt landen sie in der Gegenwart oder was? In New York. Stuart felt hungry mostly. He was going to be the one to eat this banana. And Bob. Bob was frightened of the journey ahead. Ja, wo sind sie am Ende? Wir sind wieder beim Thema, ne? New York! Wer hat's gesagt? Illumination. So, jetzt erklär doch mal ganz kurz, wo kamen die vorher schon vor? Oder? Despicable Me 1 und 2. Ah. Das ist der einzige Grund, warum man Despicable Me 1 und 2 eigentlich guckt. Ja, also gut, der erste war ja noch halbwegs okay. Der zweite wurde eigentlich durch die Minions meiner Meinung nach gerettet. Also das war... Das ist halt so der Comic Relief in den Despicable Me Filmen, die dann zum Star wurden. Aber ja, aber wir haben es immerhin geschafft, ne? Spin-off so... Ey, die leben auf der Überholspur, die Jungs. Ja. So, und jetzt kommt ein Trailer. Ich hoffe, den haben wir jetzt... Dann doch da wurde mir über Twitter mehrfach irgendwie der Link geschickt, dass wir den doch mal hier besprechen sollen. Das Ding heißt Hardcore. Habt ihr davon gehört, gelesen, gesehen? Nein? Dann machen wir jetzt einfach mal. Bin gespannt. Right, Private, it is our duty to ensure that no harm comes to the cripple. Understood? Follow on. Thank you.
from Mozilla. If you can hear them, but you can't shoot them, you can probably grenade them. Drop an egg down there, laddie. Forward! Good lord, how embarrassing. Well, the rules on that one. I'm telling you! You go around them! Ich komme hier nach Hause nur mit Vögeln mit Daniel im Kopf. Hardcore-Techno in Eindhoven. Was und jetzt auch noch Fast and the Furious. In Eindhoven, Entschuldigung, das ist ja Dings. Den habe ich sogar schon geguckt. Den habe ich auch gesehen schon. Lauter coole Typen, ey. Guck mal, ich wünschte, das wären meine Freunde. Mann, die sind alle so cool drauf. Ist das der jetzt, wo sie seinen Bruder noch so als Stand-in hin und wieder eingebaut haben? Und ich glaube, ich weiß auch direkt, für welche Szene sie seinen Bruder irgendwie eingebaut haben. Ich frage mich halt, warum muss man mit Autos aus dem Flugzeug abspringen? Aber als ich die nächste Szene gesehen habe, die da, habe ich schon keine Fragen mehr gehabt. Das finde ich ganz lustig. Gegen die Fresse von Michelle Rodriguez wirkt auch Kristen Stewart echt wie das Lächeln des Lebens, ne? Ja. Jetzt kommt die allerbeste Szene. Ja, Achtung. Die ist super. Ich habe sehr gelacht. Also schon bei der Szene, das ist sein Bruder, schätze ich mal. Und jetzt wird's noch besser. Stoßstange! Oh Gott! Jason. Das wird sein Nachfolger, sag ich. Oder? Chartbreaker. Das sind alle dabei. Alle.
Der Kurt auch, ne? Kurt auch. Oh Gott, was ist denn das? Heißt nur noch Furious. Mhm. Ja. Kameramann macht so. Gut, dann sind wir am Ende hier. Es tut mir sehr leid, dass es mit einer kleineren Panne endet. Ich danke euch für auf jeden Fall fürs Dabeisein, fürs Ertragen und für die erotische Unterstützung. Haben wir gar kein Gewinnspiel? Diesmal nicht, leider nicht. Nächstes Mal haben wir ein sehr schönes Gewinnspiel, das kann ich jetzt schon versprechen. Aber diesmal leider nicht. Dafür bin ich halt auch wirklich erst gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Na gut. Dankeschön und ja, macht's gut. Tschüss. Wiederhören.